Habe ich etwas schon wieder verkackt? Hallo Leute, das Projekt beginnt heute nicht in der Holzwerkstatt, sondern in meiner Küche. Ich zeige euch mal, worum es geht. In der Küche angekommen seht ihr ein Projekt aus einem vergangenen Video. Das war hier diese Küchenerweiterung. Ich bin eigentlich ganz zufrieden, wie das Ganze geworden ist. Allerdings seht ihr, dass hier oben die Ablage schon wieder komplett vollgeräumt ist und darum werden wir uns heute kümmern. Wir werden heute eine Erweiterung für die Erweiterung meiner Küche bauen. Viel Spaß! Ich packe jetzt als erstes das richtige Sägeblatt drauf, denn da müssen wir sowieso gleich hin. Deswegen können wir uns auch direkt um einmal kümmern. Fritz und Franz brauchen wir jetzt erstmal nicht, deswegen kommen die runter. Alles ist grob vorgeschnitten, jetzt können wir es einmal auf das genaue Maß zuschneiden und dann werde ich euch was Cooles zeigen. Das habe ich noch nie gesehen, werde ich euch gleich zeigen, werden wir auch heute dann einmal ausprobieren, ob das was bringt. Wir haben jetzt alles einmal fein zugeschnitten. Bei MDF-Platten ist es sehr, sehr wichtig, dass die Kanten fein geschliffen werden. Deswegen habe ich mal hier alles eingerichtet. Ihr hört die Maschine im Hintergrund schon laufen. Wir werden die Kanten jetzt mal probieren, mit einem Schleifigel vorzuschleifen, damit die Kanten später nach dem Lackieren ein bisschen besser werden. Wir probieren es mal zusammen aus. Das scheint okay zu funktionieren. Wir werden mal die Teile durchschieben und sehen später, ob es was gebracht hat. Ich hasse so ein bisschen diesen Schleifigel. Das ist eigentlich ein richtig geiles System, aber ich muss sagen, da ist so ein bisschen bitterer Beigeschmack dazu, weil das Schleifpapier ist einfach absolut teuer. Da kostet so ein Schleifzylinder, kostet glaube ich 15 Euro netto. Und da hatte ich mal 5 Stück bestellt und da wurden die noch falsch geliefert. Und da blecht man richtig viel Geld für so Schleifpapier, was halt auch irgendwie fast gar nicht hält. Wir machen es mal ab. Wir haben nämlich Brandspuren in den Kanten. Also ein Schleifigel mit vorkonfektioniertem Schleifpapier. Schau da unbedingt mal, was sowas kostet. Also das große Problem ist nämlich, wenn man irgendwo Massivholz schleift und irgendwas passt nicht, zu viel Abtrag, was auch immer, dann habt ihr das dort direkt verkackt und dann könnt ihr das dort nicht mehr benutzen und dann fängt ihr halt an, wie ich, ein bisschen hoch, ein bisschen runter. Ach, mal gucken mal. Mir wurde hier nämlich auch mal gesagt, ja, mehr als ein Zehntel oder zwei Zehntel sollte man nicht schleifen, aber ich habe hier so wenig geschliffen, dass halt gar nichts weg ist. Also das ist sehr frustrierend, muss ich echt sagen. Hier seht ihr aber mal den Unterschied, Sägekante, nachdem ich es geschliffen habe. Jetzt hat es auch ganz okay funktioniert. Unten seht ihr nämlich ein paar Stellen, die haben ziemlich starke Brandspuren. Hier zum Beispiel oben und unten. Scheint es aber zu funktionieren. Bei MDF ist es relativ wichtig, dass die Kanten entsprechend bearbeitet werden. Und weil ich das jetzt noch recht einfach tun kann, mache ich das auch. Das bedeutet, ich schnappe mir ein bisschen 180er Schleifpapier und schleife einmal die Kanten und fase das auch so ein bisschen an. Mache ich bewusst mit Schleifpapier, nicht mit dem Fräser, weil sonst würde ich es nach dem Fräsen doch nochmal schleifen müssen. Und deswegen mache ich das gerade hier in einem Arbeitsgang mit dem Schleifpapier. Wie bei jedem schönen Hängeschrank sollen ja natürlich auch jeweils Zwischenböden reinkommen und natürlich ein paar Bohrungen für die Kreuzplatten machen wir dann auch gerade in einem Zuge. Let's go! Das hier sind meine 4 Senkrechten. Einmal jetzt kurz überlegen. Genau, so rum. Und jetzt noch die Rückwand.
Neuer Tag, neues Glück. Die Schraubzwingen können runter und dann machen wir gleich direkt weiter. Diese Kanten hier, die können wir jetzt noch verschleifen. Als nächstes können wir einmal fix die Markierung der Topfbänder anbringen. Dazu lege ich mir einfach das Brett hier dran und markiere mir das einmal. Wir schnappen unser Möbel und ja, laden uns das mal hier auf so einen Rollbock auf. Die ersten Seiten sind grundiert, jetzt können wir einmal zwischenschleifen, umdrehen, die andere Seite grundieren und da, wo es sich ergibt, werden wir auch die Kanten doppelt grundieren, damit die halt eben ein bisschen mehr Material abbekommen. 320er Schleifpapier, nicht zu grob schleifen, habe ich beim letzten Mal gelernt. Guten Morgen Leute, neuer Tag, neues Glück. Was ich jetzt als erstes mache, ist die nächste Schicht Lack drauf. Das ist jetzt mal so die, ja, die Farbschicht und nehme mir eine Grundierschicht. Das mache ich als erste Amtshandlung heute Morgen. Falls ihr euch fragt, wann ich immer in der Firma bin, ich bin immer morgens um 6 Uhr da. Das heißt jetzt noch einmal ein bisschen zwischenschleifen und dann kommt mal eine Schicht Farbe nochmal drauf. Im Vergleich zum letzten Mal lackieren ist dieses Ergebnis um Welten besser. Ich habe aber hier auch einen kleinen Fehler gemacht und zwar habe ich hier solche Distanzhölzer benutzt, wo die Platten aufliegen und da ist es halt jetzt passiert, dass ich die aus Versehen so gelegt habe, dass da noch ein bisschen Farbe auf den Klötzen war und da habe ich mal halt eben jetzt nochmal die Farbe runtergerupft. Ist ein bisschen ärgerlich, das hier ist nämlich die Sichtseite, bedeutet die hier bekommt wieder ein bisschen mehr Liebe ab. Der Lack ist drauf, jetzt können wir mal alles montieren. So, jetzt ist eigentlich gar nicht mehr so viel. Wir können jetzt einmal die Beschläge draufpacken. Also Leute, Butter bei die Fische. Bevor ich es euch gleich im montierten Zustand zeige, erstmal so das, was mir besser als beim letzten Mal gefällt. Und zwar ist es in dem Fall die Lackierung. Beim letzten Mal hatten wir hier überall die MDF-Struktur durchblitzen. Das ist in dem Fall gar nicht der Fall. Da bin ich sehr, sehr glücklich. Aber es ist die Frage, was habe ich getan, dass das halt eben anders ist. Zunächst einmal, was für einen Lack habe ich benutzt? Ich habe als Grundierung eine extra MDF-Grundur benutzt. Und da habe ich ja im letzten Video gesagt, ich habe da einen Lack benutzt, das war 4-in-1. Das hat aber gar nicht gut funktioniert. Bei diesem Möbel hier habe ich einen extra Filler wirklich für MDF benutzt. Das hat sehr, sehr gut funktioniert. Den Zwischenschliff habe ich auch nicht mit 180 oder 120 gemacht, sondern mit 320 mit einem normalen Schleifschwamm. Das hat sehr, sehr gut funktioniert. Da schleift man auch nicht so viel Material wieder runter, sodass die Oberfläche glatt ist und ohne MDF-Struktur, die halt eben durchblitzt. Hier seht ihr übrigens auch die Kanten, die sind in diesem Fall viel besser geworden, weil ich halt eben extra eine Grundierung benutzt habe und die Kantenbearbeitung so ein bisschen an die Gegebenheiten angepasst habe. Bedeutet, die Kanten, das kann man noch ein bisschen verbessern. An manchen Stellen sind sie noch nicht optimal. Das sind noch ein paar kleine Stellschrauben. Aber die Oberfläche der Kanten, die ist wirklich bedeutend besser als beim letzten Mal mit weniger Aufwand. Das sollte wohl auch an dem feineren Schleifpapier liegen. Hier braucht man nämlich gar nicht zu viel. Ich habe nämlich die ganze Zeit gedacht, man muss da mit 320 richtig lange drüber schleifen. Ich bin da 1, 2, 3, 4, 5 Mal drüber gegangen und dann habe ich es auch schon gelassen. Und so habe ich auch in dem Fall die ganzen Kanten, also nicht die Kanten, sondern die Fasern an den Kanten. Die habe ich in dem Fall auch mit Handschleifpapier gemacht und nicht irgendwie gerade so mit dem Exzenter. Jetzt sind die ganzen Kanten sehr, sehr gleichmäßig und so von der Haptik wesentlich besser. Aber generell, auch wie bei diesem Möbel, es gibt für mich noch jede Menge zu lernen, gerade so was das Thema Lackieren angeht. Und es geht jetzt in erster Linie gar nicht um das Lackieren, sondern um den Gedanken beim Lackieren. Erstmal sich bewusst zu machen, wie muss ich das Möbel bauen, damit ich es überhaupt noch lackieren kann. Hier seht ihr, das ist nicht so optimal lackiert. Ist nicht so wild, ist für mich, ist für die Werkstatt und vor allen Dingen kommt da eine Mikrowelle rein. Das heißt, da drin, das sieht man sowieso nicht. Das soll einfach nur so ein bisschen was gegen Feuchtigkeit als Schutz sein. Deswegen eine Schicht Grundierung hinten drauf, wunderbar. Im Gegensatz dazu an diesen Stellen hier, da kommt man mit der Spritzpistole gar nicht so weit nach hinten rein. Weswegen ich beim nächsten Mal definitiv die Heckseiten oder das Hinterstück offen lassen würde, damit ich von beiden Seiten die Innenteile eben lackiert kann. Wenn du das Ganze gelernt hast, würde ich mich über ein bisschen Feedback freuen und vor allen Dingen, wenn du viele Küchen oder viele Korpusse schon gebaut hast. Wenn man hier so eine Türe baut,
Wie groß bemaßt du die? Nehmen wir mal einfach an, die Seite, die hier abgedeckt werden soll, ist 30 cm breit. Machst du die Front dann auch 30 cm breit? Oder kürzt du die auf beiden Seiten um 2 mm, dass man auf beiden Seiten so einen leichten Versatz hat? Denn mir ist jetzt bei dem Projekt deutlich aufgefallen, dass ich jedes Mal meine Fronten mit der Einstellung ganz rüberstellen muss, damit ich hier nicht so arg rüberstehe. Und jetzt habe ich hier trotzdem noch 2 mm Überstand. Schreib also gerne mal in die Kommentare, was so in der Praxis oder im Fach, wie viel Luft man da einplanen sollte, wie viel die Türen schmäler auf jeder Seite sein sollten, damit man eine schöne Bündigkeit hat oder halt eben so einen leichten, gleichmäßigen Versatz nach innen. Würde mich freuen über dein Feedback. Es wird langsam kälter. Ich habe keine beheizte Trockenkabine oder Spritzwand. Noch nicht. Und da ist mir jetzt gerade bei diesen Stücken hier aufgefallen, dass der Lack leicht gelblich wurde. Das hat so ein bisschen den Anschein, als wenn sich das nicht so richtig verlaufen konnte auf dem Holz, weil es halt eben so kalt war. Kann ich mir nicht so ganz erklären. Wie als wenn es gebrannt hätte und sich der Ruß darauf abgelegt hätte. Weiß ich nicht, warum das so ist. Schreib es gerne mal in die Kommentare. Ist jetzt nicht so tragisch. Das sind die Zwischenböden in dem Schrank. Deswegen habe ich die auch nicht nochmal lackiert. Da wird man es nämlich nicht mehr drauf sehen. Bei den Fronten war das auch noch einmal. Die habe ich noch einmal lackiert. Aber wie gesagt, bei den Zwischenböden war es nicht notwendig. Ich werde es mal fix montieren und dann seht ihr selbstverständlich das fertige Ergebnis. Habe ich etwas schon wieder verkackt? Ich weiß nicht, schauen wir es uns mal an. Boah, ich möchte hier etwas machen. Aua, ich habe mir den Kopf gestoßen. Boah, ist das eine Brocke. Ist das ein riesen Teil hier direkt? Also ich erkläre es euch einmal kurz. Das Teil hier steht volle Möhre hier so auf Kopfstoßkontakthöhe. Aber das war mir auch tatsächlich bewusst. Warum? In der normalen Küche ist es ja so, wir haben da ungefähr 60 cm Arbeitstiefe. Bei meiner Küche habe ich das extra ein bisschen tiefer gemacht. Hier war das allerdings nicht möglich, weil das sonst hier relativ knapp geworden wäre. Des Weiteren habe ich es auch bewusst so gemacht, einfach, dass hier der Gang nicht so eingeschmälert wird. Jetzt wird man sich natürlich fragen, Philipp, warum hast du nicht oben diesen Hängeschrank einfach ein bisschen flacher nach hinten gemacht? Dann würde jetzt nicht dieses Teil hier wie so ein Brocken in der, ja, direkt in der Kopfhöhe stehen. Das hat einen ganz einfachen Grund. Der Grund ist nämlich die Mikrowelle. Ich wollte unbedingt mal wieder meine Mikrowelle benutzen. Und nein, ich fresse nicht den ganzen Tag so einen Mikrowellen-Fertig-Scheiß. Das ist ein Ofen. Dann kann man endlich mal wieder geile Ofenkartoffeln mit Feta-Käse machen. Deswegen wollte ich den halt eben so stehen haben, dass der optimal erreichbar ist. Denn woanders hätte ich den nicht gut platzieren können, ohne dass ich halt eben zu klein bin. Denn bei meiner Hauptküche habe ich es ja so gemacht, dass meine Arbeitsoberfläche, was haben wir hier noch, 80 cm tief ist und einen Meter hoch ist. Das ist sehr, sehr hoch und ihr seht hier schon, dass ich schon nicht mehr so gut an die Wand komme. Bedeutet, wenn der jetzt ein Hängeschrank wäre, könnte ich zwar noch an die Mikrowelle kommen, alias den Ofen, aber nicht mehr so gut an die anderen Hängeschränke. Deswegen habe ich mich bewusst dafür entschieden, weil da ist sowieso der ganze Kleinkram. Dann ist das alles an einem, ja, an einem Fleck hier in meiner kleinen, bescheidenen Küche. Außerdem benutze ich meine Küche mittlerweile für die ganzen Beschläge als Tester. Hier seht ihr eine Schublade aus Billigauszügen. Ihr seht, laufen nicht so richtig geil, nicht so mega. Hier seht ihr eine Türe, die sehr, sehr breit ist. Und gerade zum Thema Gradleiste habe ich hier auch nochmal für mich gemerkt. Das Holz war nicht so ultimativ trocken. Deswegen habe ich hier gemerkt, dass sich das auch ein bisschen geschüsselt hat. Die Topfbänder funktionieren aber gut. Und keine Panik, die Türe, die ist nicht abgesackt. Hinten die Kreuzplatte hat sich gelöst. Das wird jetzt die letzten Tage witzigerweise viel mehr. Dann kann ich mir mal anschauen, will ich wirklich die billigen Auszüge verwenden? Ja, kommt aufs Projekt an. Wäre jetzt hier okay, aber ich schaue mir jetzt mal die besseren Auszüge an. Kann man zuschießen, wie man will, passiert gar nichts. Gute Topfbänder hier oben mit Softglows funktionieren auch wirklich sehr, sehr gut. Ich habe hier so ein paar Tester für mich. Wie gut funktioniert der Lack? Wie gut funktioniert das Bienenwachsfinish? Wie gut funktioniert die lackierte Oberfläche, auch wenn man mal mit dreckigen Fingern hier rumarbeitet? Das hier ist für mich alles ein Tester. Und genauso ist es für mich jetzt auch ein Tester, dass wenn ich mal irgendwie vielleicht mir selbst nochmal eine Küche baue, dass ich dann sagen kann, okay, heute will ich mir mal nicht den... Ah, wie dumm. Heute will ich mir mal nicht den Kopf stoßen, deswegen achten wir da halt eben drauf. Das hier ist wirklich nicht optimal. In einem Wohnbereich fände ich das jetzt auch nicht so richtig geil, aber ganz ehrlich, hier in der Werkstatt, es ist mal scheißegal, ich habe jetzt ein richtig geiler Schrank, ich kann super viel Scheißdreck, meine 2 Millionen Kaffeetasse dort drin lagern und hier drauf kommt es mir an. Hier in der Werkstatt ist das alles im Prinzip irgendwie so ein Musterfächer, sei es jetzt ein Auszug, sei es eine Oberfläche, sei es eine Lackoberfläche, eine Bienenwachsoberfläche und so weiter und so fort.
Darauf kommt es mir tatsächlich an. Und abermals das Geilste an diesem Projekt war mal wieder, was ich dazu lernen durfte, weil ich es halt eben hautnah gelernt habe und ausprobiert habe. Und an der Stelle auch nochmal vielen lieben Dank an die vielen Tipps und Tricks zum Thema Lackieren, zum Thema Oberfläche. Habe ich sehr, sehr viel ausprobiert, habe ich sehr, sehr viel umgesetzt. Und damit wünsche ich euch einen ganz tollen Tag und wünsche euch viel Spaß beim nächsten Projekt mal selber ausprobieren. Tschüss.